was at the wrong place at the right time. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said let's leave now. Hey zusammen und willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Heute mal von einer etwas anderen Kulisse. Ich war nämlich die letzten Tage im Urlaub. Heute ist mein Abreisetag, aber ich dachte mir, ich muss euch das trotzdem mal zeigen, weil boah, es ist so schön hier. Ich bin nämlich gerade in Stralsund und ja, dachte, das wäre eigentlich ein ganz cooler Anfang für einen Vlog, einfach mal die Stadt ein bisschen zu zeigen. Und das habe ich heute vor. Heute Abend sehen wir auch Vera wieder, denn ich fahre dann mit dem Zug heute Nachmittag nach Münster zurück. Habe jetzt aber noch so 3-4 Stunden. So, ich würde sagen, let's go. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Vlog. Ja, und hoffe, dass ihr ein bisschen was aus Stralsund mitnimmt und Inspiration kriegt, dort auch mal hinzufahren, weil das ist echt schön. Don't wanna be shy. Talked about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Ich bin auch echt immer wieder aufs Neue beeindruckt, wie schön Stralsund eigentlich ist. Also Stralsund ist eine Stadt, in der ich jetzt schon einige Male war, weil meine Eltern hier in der Nähe eigentlich fast jeden Sommer Urlaub machen. Und deswegen kenne ich mich hier ein bisschen aus. Ja, aber trotzdem, man entdeckt hier immer wieder neue Sachen, wie hier dieses kleine Viertel. Oh, hier hinter mir auch schon wieder. So schön einfach. Don't wanna be shy. Also, Franzi ist jetzt endlich wieder da. Franzi vermisst. War viel zu lange. Und wie sollten wir unser Wiedersehen anders feiern? How about the focus piece? Mit einem nicht funktionierenden Fokus, wie wär's damit? Hallo? Hallo! Wie sollten wir unser Wiedersehen anders feiern als mit einem Pizza-Abend und Germany's Next Topmodel? Ja, noch eine kurze Story vorhin vom Pizza bestellen. Ich stand da und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne 2 Kartoffelpizzen bestellen und dann lacht sie halt so. Und ich dachte mir so, hä, habe ich irgendwas an mir? Habe ich irgendwas zwischen den Zähnen? Ich so, Entschuldigung, warum hast du so gelacht? Meinte sie, ja, die andere Pizzabäckerin wusste schon, was ihr haben wollt und hat schon angefangen, die Pizza zu machen. Ja, wir haben den Status jetzt des Stammkunden erreicht. Wir machen uns jetzt erstmal einen gemütlichen Abend. Franzi muss sich wahrscheinlich noch ein bisschen ausruhen. Für mich geht es morgen wieder an die Arbeit. Und was du machst? Ich wollte noch kurz erzählen, die Fahrt war gut. Aber ich sehe so aus, wie ich mich fühle. Also ich bin echt fertig. Aber ich freue mich jetzt auf Pizza. Bis später. Tschüssi. Friends, es ist heiß. Nichtsdestotrotz. Gehen wir jetzt bei über 30 Grad ein Sonnenblumenfeld suchen. Wir wissen noch nicht mal, ob es das überhaupt gibt. Doch, es gibt es, aber ich weiß nicht, ob es es da gibt, wo wir jetzt hinfahren. Also wir folgen Erzählungen. Genau, das ist der Plan. Wir machen jetzt ein kurzes, knackiges Fotoshooting und dann verpissen wir uns wieder rein. Und heute ist was passiert. Wir haben schon den Sektkühl bestellt. Wir haben 70 Abonnenten geknackt. Also danke an jeden Einzelnen von euch, der uns bis jetzt schon auf unserem Weg unterstützt hat. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn unsere kleine kreative Weirdo-Family immer weiter wächst. Und ja, wir freuen uns auf jeden Neuen, der noch dazukommt. Hey, hallo. Also würden wir sagen, ja, wir nehmen euch jetzt natürlich ein bisschen mit und bis gleich. I'm saving away.
aber ich merke schon, dass die Sonne... Wie du einfach von A nach B gerannt bist, dauerhaft, ey. Die hat eben eine Wespe verfolgt. Normalerweise bin ich ja nicht zimperlich, aber die war fast in meinem Ohr drin. Alter, drei? Was hat denn jetzt hier von der Kolonne? Komm mal durch. Ich gehe auf den Stuhl. Kann ich müssen wir uns anpassen? Auch, oh, by the way, Friends, bevor ihr irgendwas sagen, hier Postseason den Laden mal auschecken, wenn ihr auf Interior steht. Geiler Shit, sage ich euch. Breite Gasse 1, Münster. Unfassbar nice Sache. Wenn ich könnte, würde ich den ganzen Laden leer kaufen. Vera macht sich gerade ihren Nudelsalat. Ja, eigentlich wollten wir gerade filmen, wie wir filmen. Wir haben gerade ein Wer würde eher gedreht. Was haben wir vergessen? Die Vlogging-Kamera. Upsi. Also, ich esse jetzt noch 8 Stunden endlich mal wieder was. Ich weiß gar nicht, wie ich das überlebt habe bis jetzt. Ja, weil es heißt, da hat man nicht so viel Hunger. Das stimmt auch wieder. Ja. Und dann, wie immer, Jeremy's Sex Topmodel. Franzi zeigt mir jetzt noch, sie war ja Sonntag noch in Stralsund, also gestern. Und da hat sie jetzt schon ein bisschen was für den Vlog, den ihr jetzt gerade anseht, geschnitten. Und das scheint sie mir jetzt. Das zeigt sie mir jetzt. Und ich bin schon sehr gespannt, weil wir waren ja vor einem halben Jahr zusammen in Stralsund und es war ja unfassbar schön. Stimmt, das wisst ihr noch gar nicht, ne? Da haben wir zwar auch gevloggt, aber wir haben ihn nie online gestellt. Noch nicht. Noch nicht. Also, let's go. Mhm. Let's eat! Kann ich eine von da oben haben? Bist du so groß und kommst da ran? Ich würde dich gerne ausprobieren lassen, das selber rauszuholen. Oh, Gott, nein. Hast du eine Schüssel? Die da oben links. What you looking for? I need a knife. How about you take that one? That's a good idea. What you need now? I need a plate for my potatoes. How about you take this one? That's also a good idea. We should make a musical together. Maybe you need a singer too. To put some humor fun in there. Komm nie ran. Was war das für eine Lache? Ich höre mir gar nichts raus. Auf diesen Zirkus. Ich mag keinen Hugo. Doch, ich mag eigentlich Hugo. Mag ich Hugo? Ist es mit Kohlensäure? Ja. Dann mag ich lieber Wein. Nicht. Nee, Wein ist doch nicht mit Kohlensäure. Das ist halt Sekt. Weißwein ist doch mit Kohlensäure. Nein, das ist Sekt. Willst du mal probieren? Nee. Nee. Ich weiß, dass Rotwein ohne Kohlensäure ist, aber ich dachte, safe, dass Weißwein immer mit Kohlensäure ist. Nein. Darf man eigentlich YouTube-Videos trinken? Good night. Hallo zusammen. Wir sind im Stress. Wir sind nicht im Stress. Sie ist im Stress. Nein, ich bin jetzt gerade von der Arbeit wiedergekommen und habe gedacht, ich nehme auf dem Weg die Losteria Pizza mit und ja, habe irgendwie nicht dabei bedacht, dass sie keine Tüten einem mitgeben und dann saß ich halt so gut auf dem Fahrrad, weil ich die ganze Zeit 4 Pizzakartons auf dem Fahrradkorb festgehalten habe. Boah, ja, ultra der Struggle, bisschen verschwitzt, aber alles cool. Wir fahren nämlich jetzt zu meinem Bruder und seiner Freundin, der ist übrigens auch Franzi. Das wird, glaube ich, ein lustiger Abend und ja, machen uns jetzt einfach einen schönen Abend mit leckerer Pizza und würden sagen,
See you soon. Let's go. Bis gleich. Peace out. Guck dir mal den Himmel an, wie krass der aussieht. Da ist Regen drin. Ja, hast du das analysiert? Ne, ist doch so, wenn die Wolken so, echt witzig aus. So eine braune Farbe haben, ist auch im Winter dann, dann schneit es. Guck mal, wie das das ganze Zeit so erhellt. Oh, stimmt, oh, Wetterleuchten. Wir haben so Abgesandstellen gefunden. Das war eine Autotür. Okay Leute, also wir sind hingekommen für einen ganz harmlosen Pizzaabend und man kam so ins Reden und jetzt machen wir so, wie nennt man das denn, ein gefühltes Flohmarkt-Shopping von der Freundin von meinem Bruder. Sie hat so wohl ganz viele Klamottensäcke und sie meinte so, ja guck doch gerne mal vorbei. Wie so, how about now? Können wir jetzt. Deswegen mal gespannt, ob vielleicht irgendwas Cooles dabei ist. Es werden so ein paar Säcke aus dem Keller für uns hochgeholt. Ja, deswegen gucken wir gleich, was dabei ist und ja, mal gucken, ob wir ein paar Schnittbilder einfangen können. Mhm. Weihnachtszeit. Geil! Jetzt wird das Handy runtergegangen. Die Ausbeute war minimal erfolgreich. So, Friends, wir sind jetzt wieder da. Es ist 23:30. Der Abend ist irgendwie niemals anders verlaufen, als wir gedacht haben. Wir sind eigentlich zum gemütlichen Pizzaessen vorbeigegangen und ja, dann hat Franzi, also Tims Franzi, irgendwie erzählt, dass sie noch ein paar Klamotten aussortiert haben. Wir dachten so, ja, warum nicht jetzt? Jetzt sind wir hier und ihr habt ja gerade in dem Schnittbild gesehen, wie viele Klamotten wir mitgenommen haben. Wir haben einfach einen ganzen Kleidersack mitgenommen. Unnormal viel. Geier, aber Kleider hergefallen. Man muss dazu auch sagen, dass wir noch nichts davon anprobiert haben. Es kann sein, dass wir davon noch einiges aussortieren. Ja, wir gucken uns jetzt nochmal diesen Vlog gerade, den ihr gerade seht, an. Franzi hat den ja heute zu Ende geschnitten. Und ja, wünschen euch jetzt erstmal eine gute Nacht. Wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß bei unserem 2,5-Tages-Vlog. 3? Ja, kann man schon als 3 bezeichnen. Okay. Und dann würden wir sagen, gute Nacht und schlaft schön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.